Der Horizont, an dem die Welt scheinbar endet. Dort, wo Himmel und Meer sich trennen. Aber auch unser eigener Horizont, mit dem wir in die Welt blicken. Und irgendwie sind wir für diesen Blick auf die Welt am Ende immer selbstverantwortlich. Um den eigenen Horizont immer weiter wachsen zu lassen, wollen wir ein so kunterbuntes Leben führen, wie es nur geht. Dieser Kanal ist viel mehr als nur eine Sache. Wir sind viel mehr als nur eine Sache. Und deshalb ist es Zeit für uns, jede noch so unterschiedliche Idee ernst zu nehmen und auch anderen neuen Abenteuern die Chance zu geben, ein Teil von uns zu werden. Ich bin Leonie. Und das ist Thilo. Und gemeinsam segeln wir um die Welt. Wir sind fürs Riskieren, fürs Ausprobieren, für Abenteuer, fürs Fallen und wieder aufstehen. Wir sind fürs an sich selber glauben. Und? Was ein Ankerspot, Alter. Ich bin gestern Abend so ab, ne? Es war so krass, wirklich. Ich fand immer, es war kurzzeitig dann immer gut. Und dann dachte ich so, boah, geil, jetzt ist es ruhig. Und dann kam wieder eine fette Welle. Ich hab gut gepennt. What the fuck? Max bleibt immer gut. Das ist natürlich nicht schlecht. Ey, hat die ganze Zeit der Ankeralarm gebimmelt. Ja, ich hab immer den Radius größer gemacht. Ich hab und war ständig gehört. Draußen und hab ich geguckt. Dachte, was ist das? Immer draußen geguckt, ob der Anker hält. Aber hier, warum hat der immer gebimmelt? Und dann sind hier die Spaghettis hingefallen. Wind, ne? Das hakt da jedes Mal ein. So eine Fehlkonstruktion. Ja. Wir ziehen am Anfang immer per Hand hoch, weil es schneller geht als mit der Wind, aber irgendwann lässt auch die Kraft nach. Ne? Ja! Das ist immer unsere kleine Scheiß-Sporteinheit, weil man macht sich einen krummen Rücken. Von daher nicht das Gesündeste, aber man verbrennt Kalorien, ne? Ist ja auch mal wichtig. Mit vereinten Kräften haben wir den Anker eingeholt und wir setzen die Segel Richtung Tyrrell Bay. Für uns ein ganz besonderes Ziel, doch dazu seht ihr später mehr. Ein ganzes Stück lang werden wir von Delfinen begleitet, die diese Etappe nicht langweilig werden lassen. Und einer schläft mal wieder. Den braucht man auch. Schlafen den braucht man auch. Die Bedingungen, um unter Segeln am Ziel anzukommen, verschlechtern sich. Der Wind nimmt ab, die Segel flattern, aber wir bleiben optimistisch, denn wir wissen, dass es keine weite Strecke ist bis in die Tyrrell Bay. Am Ziel angekommen, begeben wir uns als erstes ins Dinghy und wollen etwas die Gegend erkunden. Auch hier gibt es ein bekanntes Hurricane Hole, in dem während des letzten Sturms viele Boote Schutz gesucht haben. Einige Boote stehen noch immer hier drin und manche scheinbar auch schon etwas länger. Wir fragen uns hier in der Karibik immer wieder mal, warum man sein Boot irgendwo in der Natur festbindet und nicht mehr wiederkommt. Somewhere in the great unknown. When
Wir wollen sehen, was uns an dieser Insel unter Wasser erwartet. Und deshalb fahren wir mit dem Dinghy wieder ein Stückchen aus der Bucht heraus, um zu tauchen. So viele Geräusche dort draußen. Unendlich viele Gedanken. Hektik. Jeder hat eigene Ideen und Pläne. Die Zeit scheint zu rennen und niemand kann sie anhalten. Doch sobald wir abtauchen, völlige Ruhe. Und der Wunsch, viel länger als einen Atemzug hier unten bleiben zu können. Dreht hier die Uhr langsamer? Wenn ich die langsamen, eleganten Bewegungen der Schildkröte beobachte, wenn ich über ihr schwebe und versuche, mir etwas von ihrer Ruhe abzuschauen, dann kommt es mir ein bisschen so vor. Und immer wenn wir denken, wir hätten schon so viele atemberaubende Dinge gesehen, dann kommt etwas Neues dazu, über das wir staunen können. Schornsteinähnliche Pflanzen, die Rauch oder kleine Stückchen auspusten und diesen Ort wie eine kleine Ministadt unter Wasser wirken lassen. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Wir haben noch nicht nachgeschaut, was es damit auf sich hat und freuen uns, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was ihr dazu herausfinden könnt. Wir begegnen auch weniger schönen Dingen unter Wasser und auch das sind Bilder, die uns in den Köpfen bleiben. Der Fisch, der auf den Tellern der Menschen landet, muss hier herausgefangen werden. Doch wie genau das passiert, was dort unten geschieht, bekommen wir hier oben nicht mit. Der nächste Tag ist angebrochen und da wir erst in ein paar Tagen in dieser Bucht hätten ankommen müssen, entscheiden wir uns dazu, ein zweites Mal auf dieser Reise Sandy Island anzusteuern. Einer meiner persönlichen Favorite-Anker-Spots, den ich unbedingt noch unseren Freunden zeigen möchte. Mittlerweile hier so mein absoluter Favorite-Anker-Spot geworden, muss ich sagen. Jetzt im Vergleich zu dem, was wir alles so schon gesehen haben hier in der Karibik. Und wir gehen jetzt hier schnorcheln. Hier gibt es große Unterwassertiere und so geile große Fische mit solchen Kugelaugen. Da gehen wir jetzt mal los und gucken, was wir finden. Farina und Thilo sind auch mit am Start. Los geht's. Und mit dem Gedanken, dass dies wohl für etwas längere Zeit der letzte Tauchgang sein wird, springen wir ins Wasser. An diesem Ort muss man geduldig sein und die Augen offen halten. Es gibt hier viel zu sehen, doch nur wenn man sich ganz ruhig verhält und abwartet. Große gepunktete Rochen, Schildkröten und unzählige verschiedene Fische begegnen uns hier. Take my
Selbst der Regen, der uns auf dem Boot oft zu schaffen macht und Situationen ungemütlich werden lässt, spielt hier unten, unter und im Wasser überhaupt keine Rolle. Eher entsteht durch ihn eine besondere Stimmung und ich merke, dass es solche Momente mit unseren Freunden sind, die in unseren Köpfen bleiben werden. Diese Erinnerungen haben wir geschaffen. Diese Zeit haben wir genutzt, um das Leben zu spüren. Wir sind schon wieder unterwegs nach Union Island, das ist eine kleine Nachbarinsel. Wir waren ja jetzt bei Sandy Island, das liegt ja direkt neben Karaiku, also nur 2 Stunden segeln, 6, 7, 8 Meilen. Sind gleich schon da, soll eine sehr schöne Bucht sein und die wurde uns empfohlen und Farina freut sich schon richtig, ne? Ja, aber ich wollte ja auch noch was sagen. Aber du hast ja alles gesagt. Das ist immer so. Sag du zuerst und dann, ja, du hast schon alles gesagt. Ja, die Bucht wurde uns empfohlen und wir sind schon ganz gespannt, was uns da erwartet. Auch wenn die Etappe eigentlich ganz entspannt sein sollte, ist wie so oft auf diesem Boot mal wieder ganz unerwartet etwas kaputt gegangen. Das Segel steht jetzt natürlich gar nicht optimal, dadurch, dass es nicht mehr weiter nach hinten gezogen werden kann. Wir haben das jetzt notdürftig in ein Loch weiter nach vorne gemacht, aber so wirklich viel bringt das alles nicht. Es flattert ganz schön, der ganze Wind geht unten runter her. Alles ist Schrott, sind halt so Sachen, ne? Aber eigentlich ist es nicht so schlimm, ist aber Arbeit und kostet. Mal gucken, wie viel Arbeit das letztendlich sein wird, aber es ist halt scheiße, dass immer alles Schrott geht. Wir sind dennoch gut auf Union Island angekommen. Die Bucht ist traumhaft schön, jedoch geht es Max nicht so gut und wir entscheiden uns, die Insel am nächsten Tag schon wieder zu verlassen und zurück zu Tyrrell Bay zu segeln. Inselhopping ist beendet. Wir waren auf Union Island, Sandy Island, Karaiku, unbekannte Island, Grenada mit Max und Farina zusammen und haben noch mal viel hier hin und her ein paar Schläge gemacht und das war's jetzt. Wir sind jetzt hier in der Tyrrell Bay, droppen das letzte Mal den Anker, packen alles zusammen und dann kommt das Boot das allererste Mal raus nach dem Refit. Ein bisschen über 2 Jahre. Anti-Fouling wird ja gesagt, hält 24 Monate. Also ist schon drüber, ist auch heftig bewachsen und es wird Zeit, dass es jetzt raus muss. Und überall sind auch Dinge, die kaputt sind. Also beginnt quasi Refit 2.0 in der Area, aber auch. Tyrrell Bay Marina. This is sailing vessel, aber auch gut. Do you read me? Tyrrell Bay Marina. This is sailing vessel, aber auch gut. Do you read me?
aber halt einfach so. Wir haben jetzt den Anker reingeholt und haben jetzt hier gleich unseren Termin fürs Boot rausholen. Es ist 8 Uhr, wir sollten die eigentlich anfunken, wenn wir kommen. Ich habe jetzt schon zweimal gefunkt, aber es meldet sich keiner, wie so oft, wenn man einen Hafen anfunken soll. Wir fahren jetzt einfach mal hin und gucken, ob die da ready sind. Und ich hoffe, es klappt alles, ganz schön windig hier gerade. Das letzte Anlegemanöver war ja nicht so mega geil, aber ich glaube, diesmal wird es besser. Kräftig mitgeholfen und es war hier windstill und alles ganz langsam. Die Leute sind richtig nett und entspannt. Ich glaube, ich habe es so verstanden, dass da gleich jemand taucht und da unten Dinger da unten anbringt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier wird. Ist ja schon aufregend für uns. Wir haben das ja erst einmal gemacht. Mal gucken. Der Tag der Tage ist gekommen und das Boot wurde rausgekrannt. Unfassbar. Erst das zweite Mal, jetzt das allererste Mal, als wir das Boot gekauft haben. In Bergkamen in Deutschland haben wir es rausgeholt. Das Refit hat dann begonnen, die Ära mit dem Segelboot hat begonnen und jetzt das zweite Mal, wo es wieder draußen ist, irgendwie unreal. Und es liegt 15 Tonnen und der Kran ist trotzdem so viel größer. Crazy. Wir sind alle so ein bisschen angeschlagen, weil gestern hatten wir einen kleinen Umtrunk, deswegen waren wir ein bisschen fertig, aber es lief trotzdem alles richtig gut und reibungslos. Besser hätte es nicht laufen können, die sind mega nett, fragen hier, wie das Boot stehen soll, ob wir Hurricane-Befestigung haben wollen und etc. Dann wird das wieder richtig fit gemacht, damit es wieder schön 2 Jahre unterwegs sein kann. Unser Boot macht einen völlig anderen Eindruck auf uns, wenn es nicht im blauen Salzwasser schwimmt. Es sticht ein wenig heraus zwischen den anderen weißen großen Yachten. Doch wir sind stolz auf unser kleines Zuhause und dass es uns den weiten Weg bis hierher gebracht hat. Was wir wohl noch alles mit diesem Boot erleben werden? Ich mache hier gerade alle Fenster dicht und wir lassen das Wasser raus. Und man muss aufpassen, dass hier nichts reintropft. Die sind oft öfters undicht. Und wenn es hier reintropft und gammelt, das wäre natürlich unschön. Aber das Risiko ist wesentlich geringer, als wir das Boot in Brasilien stehen lassen haben. Hier kann eigentlich nichts passieren. Es sei denn, es kommt ein Hurricane. Dann ist es natürlich doof, aber gehen wir erstmal nicht von aus. Wir sind jetzt in den letzten Zügen, hier alles fertig zu machen. Wir haben alle unsere Sachen eingeräumt, die wir mit nach Hause nehmen wollen. Alles draußen festgezurrt, alles abgebaut und was man nicht abbauen konnte, festgebunden. Es ist ja hier Hurricane Season, es kann immer mal ein Sturm kommen und deswegen tun wir so viel es geht unten rein. Unten ist schon alles richtig vollgestellt
und man kommt kaum noch durch, es ist unfassbar heiß und ich glaube, wir sind jetzt beide froh, wenn wir den Schlüssel umdrehen und dann gehen. Boah, wir haben viel zu viel Gepäck und wir konnten nichts dazu buchen vorher zum Flieger. Wir sollen irgendwie da hinkommen, haben wir da geguckt, ob wir es mitnehmen können. Die Frage stellt sich nur, was machen wir damit, wenn wir es nicht mitnehmen dürfen? Wo soll man es dann hintun? Unser Boot steht ja auf einer anderen Insel. Ich glaube, da hilft nur Daumen drücken. Und wo sind wir hier? Wir sind im Airbnb auf Grenada. Und von hier geht heute unser Flieger nach Trinidad. Da bleiben wir dann einen ganzen Tag und abends geht dann der Flieger nach Amsterdam. Und dann haben wir es geschafft vorerst. Also von da müssen wir noch irgendwo nach Hause fahren, aber es ist nicht mehr weit. Aber ich glaube, wenn wir das heute gemeistert haben, dann ist der Großteil dieser Reise nach Hause geschafft, weil es wird noch spannend mit dem Gepäck. Mal gucken.